Im Leserbrief Kommentar zu einem Artikel in der Jungen Welt. Ich lese erst den Kommentar, dann den Artikel aus, Auszüge aus dem Artikel. Refat Alarer, Sie haben deine Stimme zum Schweigen gebracht, mit tödlicher Präzision. Sie hören hinaus in die Nacht, doch der Schrei lässt nicht nach, den du in Worte gefasst hast. Sie drücken die Hände mit aller Gewalt gegen ihre Ohren. Es gellt und gellt trotzdem. Man kann den Dichter töten, aber nicht das Wort, in das er den Schmerz seines Volkes gefasst hat. Eines Tages werden sie hören müssen. Dann wirst du leben. Refat al-Arir, war Dichter und Literaturprofessor an der Islamischen Universität von Gaza. Er hat zudem zahlreiche Publikationen herausgegeben, zum Beispiel Gaza Writes Back, eine Anthologie mit Kurzgeschichten von 15 Schriftstellern aus der Enklave und das Projekt We Are Not Numbers mitbegründet, das jungen palästinensischen Schriftstellern Schreibworkshops auf Englisch vermittelt. Am 6. Dezember gegen 18 Uhr wurde der 44-Jährige durch einen mutmaßlich gezielten israelischen Luftangriff zusammen mit seinem Bruder und dessen Sohn sowie seiner Schwester und ihren drei Kindern in Shujaya im Osten von Gazastadt ermordet. Wie die Menschenrechtsorganisation Euro-Mediterranean Human Rights Monitor am 8. Dezember berichtete, wurde die Wohnung, in der Alarer und seine Familie untergebracht waren, nach bestätigten Augenzeugen und Familienberichten aus dem Gebäude, in dem sie sich befand, chirurgisch herausgebombt. Wochenlang hatte der Schriftsteller demnach online und per Telefon Todesdrohungen erhalten, abgeschickt von israelischen Accounts und Nummern. Bereits vor seinem Tod wurde die Stimme von Gaza zu einem Symbol des palästinensischen Widerstands gegen die Besatzung, was Alarir wohl schlussendlich zum Verhängnis wurde. Mehrfach gab er internationalen Nachrichtensendern Interviews über die Situation im Gazastreifen und forderte die Weltöffentlichkeit zum Handeln auf. Tage vor seinem Tod heftete der Dichter eines seiner Gedichte an die Spitze seines Profils auf dem Kurznachrichtendienst X, das mit den Worten endet: Wenn ich sterben muss, lass es Hoffnung bringen. Lass es eine Geschichte sein. Als Berichte über seine Ermordung bekannt wurden, ging das Gedicht um die Welt. Demonstranten zeigten sich bei pro-palästinensischen Kundgebungen Alariers Konterfei auf Plakaten. Der Nachrichtensender CNN, dem er zuvor in einem Interview gesagt hatte, dass er und seine Familie nirgendwo anders hingehen könnten, sowie andere Medien berichteten über den Tod des Schriftstellers. In einem seiner letzten Interviews mit dem Internetportal Electronic Intifada hatte er am 9. Oktober erklärt, als Akademiker sei das Gefährlichste, was er besitze, wohl ein Textmarker, den er aber benutzen würde, um ihn auf israelische Soldaten zu werfen, sollten sie einmarschieren. Am 10. Oktober, drei Tage nach Beginn des Krieges, sprach er mit der Jungen Welt über die Situation im Gazastreifen. Schon zu diesem Zeitpunkt beklagte er die Hetze israelischer Beamter, Politiker und Aktivisten überall in den sozialen Netzwerken und in den Mainstream-Medien, die buchstäblich dazu aufrufen, Palästinenser mit Bomben zu bewerfen und Hunderttausende von Palästinensern als Kollateralschaden zu töten. Dies geschehe überdies vor den Augen der Weltöffentlichkeit und es gäbe keine Gegenrede aus dem Ausland, das sich durch sein Schweigen an den Verbrechen gegen die Menschheit im Gaza mitschuldig mache. Seit Jahrzehnten werden Palästinenser durch Israel getötet. Wenn wir sterben, hören wir kaum ein Wort, so Alarir. Die Aufrufe zum Völkermord kamen laut dem Dichter jedoch nicht nur von israelischen Politikern, wie dem Verteidigungsminister Yoav Gallant, der die Sprache der Nazis verwendet, um die Palästinenser als Tiere zu entmenschlichen, sondern ebenso von amerikanischen und europäischen Politikern, die sich zu einem Massenritual beeilen,
das er als treue Bekenntnis zu Israel und Netanjahu bezeichnete. Der Lyriker erklärte weitsichtig, für die Palästinenser in Gaza gäbe es keine Möglichkeit zur Flucht. Sie werden getötet, egal wer sie sind, wo sie sind und wie alt sie sind. Da der Gazastreifen abgeriegelt sei, gäbe es keinen Ausweg. Selbst wenn man durch Bomben gezwungen sei, die eigenen Häuser zu verlassen und in Stadtzentren und andere Schutzräume zu gehen, nehme die Armee die Menschen ins Visier. Bereits am 10. Oktober war er überzeugt, die israelische Regierung arbeitet daran, Gaza in die Steinzeit zu schicken. Al-Arir befürchtete, Hunderttausende von Kollateralschäden im Gazastreifen, in dem rund die Hälfte der Bevölkerung unter 18 Jahre alt ist. Die israelischen Regierungen hätten noch nie ein Versprechen an die Palästinenser gehalten, es sei denn, sie versprachen Zerstörung und Tod. Inzwischen sind laut Euro-Mediterranean Human Rights Monitor in gut 2 Monaten durch die Bomben über 23.000 Menschen getötet worden, mehr als 9.000 davon Kinder. Die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober und den daran angeschlossenen Kampf anderer bewaffneter palästinensischer Fraktionen kommentierte er mit den Worten: Alle Versuche, diplomatisch und friedlich von Israel die Freiheit wiederzuerlangen, sind gescheitert. Die israelische Regierung greift die BDS-Bewegung, das heißt Boykott, Divestment und Sanctions, so schreibt die Junge Welt, an und schießt auf friedliche Demonstranten. Die Palästinenser wurden in eine Ecke gedrängt, in der sie nichts zu verlieren haben. Nun tut die Welt überrascht, wenn sich das Ghetto gegen jahrzehntelange Unterdrückung, Verdrängung und Besatzung erhebt. Ich lese gleich noch ein Gedicht von Erich Fried. Aber ich möchte vorher noch ein Wort dazu sagen, warum ich werde vorgestellt als Irland-Gruppe Omega und als Gruppe Frente Unido America Latina. Ich möchte mal kurz sagen, was das miteinander zu tun hat. Als die Iren, die jahrhundertelang von den Briten besetzt waren, ein Teil von Irland ist es ja heute noch, als die Anfang des letzten Jahrhunderts einen erfolgreichen oder teilweise erfolgreichen Befreiungskampf geführt haben, hat das Befreiungsbewegungen in aller Welt Hoffnung gegeben. Dann haben die gesagt, man kann es auch schaffen. Und das ist die Verbindung. Erich Fried hat übrigens auch zu diesem Thema Gedichte gemacht. Dieses heißt, höre Israel. Als wir verfolgt wurden, war ich einer von euch. Wie kann ich das bleiben, wenn ihr Verfolger werdet? Eure Sehnsucht war, wie die anderen Völker zu werden, die euch mordeten. Nun seid ihr geworden wie sie. Ihr habt überlebt, die zu euch grausam waren. Lebt ihre Grausamkeit in euch jetzt weiter? Den Geschlagenen habt ihr befohlen, zieht eure Schuhe aus. Wie den Sündenbock habt ihr sie in die Wüste getrieben. In die große Moschee des Todes, deren Sandalen Sand sind, doch sie nahmen die Sünde nicht an, die ihr ihnen auflegen wolltet. Der Eindruck der nackten Füße im Wüstensand überdauert die Spur eurer Bomben und Panzer. Danke, Renate. Wir machen jetzt wieder Musik an die Polizei. Die Kundgebung ist erst beendet, wenn die Musik aufhört.